Hallo und recht herzlich willkommen im Stiegenhaus West. Schnurli und ich heißen euch recht herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag. Heute mit unserem Sidekick. Unser Intendant ist heute wieder Sidekick. Also bitte Obacht hier im Studio. Konzentration bei den Kameraleuten. Und wir grüßen ein junges, aufstrebendes Talent, nämlich Ginny Lampel. Hello. Servus. Wie alt bist du, Ginny? 25. Naja, blutjung. 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 Du bist ja eine Sängerin, bist du. Max ist übrigens ganz begeistert von deiner Stimme. Ja, ich habe gesagt, engelsgleich. Engelsgleich. Hast du schon angehört? Ja, ich hab die Anni, die bei uns in der Redaktion macht, die hat uns Links geschickt und ich habe mir das angesehen, das war toll. Cool. Ja, glaubt man nämlich nicht, so wie du redest. Also, ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ne? Wie, wenn ich steirisch rede? Ja, du redest dieses Steirische. Ich bin im Herzen ein bisschen Steirer. Ich hab meine Kindheit viel in der Steiermark verbracht. Und das ist ja mehr so ein Bellen, das hat so was Bellendes und du singst ganz anders, Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, zum Glück. Ja. Man muss ja auch sagen, ich glaube, die Anni, da hinten steht sie, da versteckt sie sich mit der blauen Maske. Die Anni hat uns ja eigentlich dich sozusagen vorgeschlagen. Ja, voll. Ich glaube, die Anni ist also ein Fan von dir. Oder Nein. Kennt sie euch privat? Wir kennen uns von einer früheren Arbeit gemeinsam. Ah. Ich versteck mir, wenn die auf meiner Maske steht. Ah. Die Maske, da steht eine frühere Die Maske Arbeit. Verrät die frühere Arbeit. Ah, so, okay. Ja. Möchtest du einen Schluck Wasser? Ein Schluck, also Prost. Prost. Der ist nicht so scharf, gell? Nicht? Okay. Nein, der ist ganz zart. Das ist ein zarter Obstler. Der ist gut. Mhm. Der ist nicht so im Abgrund nicht so scharf. Mhm. Alte Finne. Alte. Ja, gute Reaktion. Und du bist ja auch sehr aktiv auf TikToks, habe ich gesehen. Yes. Und so YouTube und so machst du auch alles? Ja, also mein Kanal, der mit meiner Musik verbunden ist und bei TikTok, da wird noch ein Comedy-Zeug dazukommen. Noch also dazukommen. Von TikTok quasi noch ein YouTube-Kanal, wo man sagt, okay, da kommen nur die Comedy-Videos drauf. Okay. Wie kommst du zur Musik? Also machst du alles selber auch, diese ganzen Songs, die du da geschrieben hast? Du singst ja auf Englisch? Jetzt singe ich auf Englisch, genau. Ja? Hast früher auch auf Deutsch gesungen? Genau. Und produzierst du das alles selber? Mein Produzent macht die ganzen Sounds und dieses ganze Soundgestaltungsgeschichtel und ich schreibe die Melodie und die Texte. Und ganz klassisch Sängerin. Spielst du ein Instrument? Ich habe 4 Jahre Gitarre gespielt. 4 Jahre. Was heißt, ich habe 4 Jahre Gitarre gespielt? Naja, ich brauche die Gitarre jetzt nicht mehr. Ich meine, wenn man meine Lieder so anhört, dann hört man eh, dass es wenig Gitarre noch drin ist, relativ. Ja, also sehr elektronisch. Okay. Und wie schreibst du dann die Musik selber? Das meine ich. Da gehen wir ins Studio. Da gehe ich mit meinem besten Freund und Producer, mit dem Gabriel Geber, ja, ins Studio. Wir sitzen uns zusammen, dann mache ich ein bisschen Akkorde, dann macht er ein bisschen Akkorde und dann gehen wir alles ins Logic rein und dann kommen die Sounds dazu, Beat und dann also gehen in die Gesangskabine Logic. Und los geht's. Logic. Setz dir voll auf Logic. Alles auf Logic. Okay. Und wann hast du begonnen zu musizieren? Eigentlich schon mit 13. Voll. Mit 13 habe ich angefangen mit Gesangsunterricht, mit 11 Gitarre, war 4, 5 Jahre, dann habe ich wieder aufgehört und bin beim Gesang geblieben. Okay. Und hast du schon ein Label? Schon? Aktuell ja, bin ich bei einem Indie-Label, also die neue EP wird über ein Indie-Label veröffentlicht, ja. Das ist Rhythm and Poetry. Ja. Und natürlich irgendwann dann vielleicht auch mal ein größeres Label. Hast du nicht jetzt eine Förderung auch bekommen? Ja. Habe ich nämlich gelesen, glaube ich, auf irgendwo habe ich das gelesen. Voll. Vom Musikfonds. Genau, Musikfonds, österreichischer Musikfonds, da bin ich sehr froh und sehr dankbar. Wie viel kriegst du da? Das sage ich nicht. Wieso nicht? Nein. Wieso nicht? Das ist privat. Okay. Ich glaube, da sagt keiner, wie viel er wirklich kriegt. Okay, aber du Weil weißt, alle wie viel verschieden du kriegen. Ich weiß schon, wie viel ich kriege. Aha, ja. Okay. Also dann, und das setzt du für die Musik ein oder eher für Alkohol und Drogen? Ja, du, vielleicht ein paar Bitcheriche, die auf meinem Schenki sitzen. Aber ja? Was? Bitches, die männliche Form, Bitcheriche. Bitcherich. Nein, natürlich. Aber was ist die männliche Form von Bitches? Bitcherich. Schau, du hättest das schon wieder einfach nicht verstanden. Ne? Bitcherich. Ein Bitcher. Das war nicht so schnell jetzt, gell? Bitcherich. Na, du hast sofort reagiert, ja, ich hätte voll, schon nachgebracht. Ja. Du hast eine viel höhere Reaktionszeit als ja, ich. Ja, bei mir dauert das ein bisschen, bis das in die, weißt du, Ding. Bitcherriche. Hast oder du Bitcherriche? Schon jetzt? Es gibt süße. Ja. Ja? Es gibt süße Kerle, aber nein, natürlich wird es hauptsächlich für die Musik. Es ist Musik, Produktion, Vermarktung und Video. Für das kriegt man das Geld und das muss man auch nachweisen. Also ich könnte es gar nicht einmal für Typen ausgeben. Okay. Leider. Und wie wird die EP heißen? Weißt du das schon? Darfst du das schon verraten? Das darf ich verraten. Genie Tonic.
Ah, recht originell. Ein Wortwitz. Gin and Tonic. Ja, was ja, denn? Mal, gell? Ja, ja. Und du bist aus der Steiermark? Genau. Weil der Max gesagt hat, du redest genauso wie der Marco Wagner. So der Marco Nein, der Marco Wagner redet oststeirisch. Oh, siehst du, falsch gedacht. Ich rede südweststeirisch. Südweststeirisch. Okay, nein, ich bin auch Oststeirer, aber... Ah! Aber ja, aber es ist, ja, also es ist schon sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Ja. Also, die tun noch ein bisschen mehr oh oh oh. Ja, oh, die oh, oh. Böllen okay. Noch mehr. Böllen, ja, Böllen. 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 Aber das Böllen ist eigentlich auch ein bisschen burgenländisch auch, ne? Die Böllen ja auch. Nee, das ist, grenzt ja auch ans Burgenland. Total. Ja. Die Oststeiermark grenzt ja natürlich an Südburgenland. Du bist auch zu spät gekommen, Ginny. Ja. Weil deine U-Bahn Verspätung ist gesteckt. Hat. Ja, ich habe umsteigen müssen von der U6 in die, von der U6 in die U4. Also schon wieder Probleme mit der U-Bahn. Ja, hast du nicht gesagt, das kommt nicht mehr vor? Nein, eigentlich hast du nicht gesagt, du ja. Kümmerst dich darum? Es kann sein, dass das erst nach der Wien-Wahl in Ordnung ist. Wieder. Ah, das kann sein. Ich hoffe, dass sie keine Aufenthalte mehr hat in der Längenfeldgasse. 10 Minuten. Wie lange wohnst du schon in Wien? Seit 6 Jahren. Ah, eh schon so lange? Oder 7 Jahren sogar, ja. Vor 7 Jahren? Da warst klein, du klein nach der Matura. Gleich 18, also maturiert hast du schon? Genau. Cool. Du, wir dürfen jetzt auch Musikvideos schon von der Ginny einspielen in die Sendung. Ja? Weil man sich mit der AKM einigen konnte. Das heißt, du kannst das jederzeit einmal einstreuen. Dann wären wir jetzt mal ein Video, wo kriegst du. Ja, hast du schon ein Musikvideo? Ja, von den deutschen Liedern halt. Jetzt ist von den englischen ist halt leider gerade nicht. Möchtest du, dass man die Deutschen trotzdem noch promotet? Ja, kann man trotzdem. Kann man schon? Spiel vielleicht nur so einen kurzen Ding ein, oder jetzt? Ja, dann sage ich das. Dann spielen wir jetzt mal ein kurzes Video von dir ein. Ich fühle mich, das kann nicht alles sein. Mit meinem Mädels bin ich dauerhaft. Ich lebe lauter, weil ich will. Nur ein Gewinner, das bin ich selbst, weil ich zu mir stehe, das tue ich immer nach diesem Auf und Ab, zu kurz, zu knapp, war die beste Entscheidung, dass ich nicht auf dich höre und ich schwör, es hat mich getroffen, verletzt, ich hab mein Gehirn vor Gedanken zersetzt, im Endeffekt hab ich's doch gecheckt, jetzt hab ich vor mir selbst Respekt. Ja, das Video von dir, Ginny, diesmal noch auf Deutsch, ja, aber jetzt singst du gar nicht mehr Deutsch. Na. Gar nichts mehr. Okay. Umgeswitcht wieder. Warum? Ich fühle mich nicht wirklich so wohl auf Deutsch. Mein Comedy-Projekt, da werde ich auch deutsche Lieder singen. Das ist aber halt eher Satire, Comedy. Das ist nicht. Das machst du dann auf Englisch jetzt? Das ist jetzt auf Englisch. Genie ist auf Englisch. Ja. Und mein Comedy-Projekt ist Lamborghini. Lamborghini. Das ist alles nur Wortspiele mit Genie. TikTok-Name. Genau. Ja. Was hast du da auf der Handfläche? Hast du eine Schlägerei gehabt? Ich habe tatsächlich geboxt ohne Handschuhe in so einen Sack beim Training. Ja. Und hab mich da aufgerieben, weil der auf der Seite, das war so, der ist so eingesunken. Tja. Aber wieso, das brauchst du normalerweise da auf den Knöcheln? Wieso? Nein, es war so ein Ding, was so einsinkt. Ah, und das hat so hat schon aufgescheuert am Rand. Ah, und du hast trotzdem weiter Gas gegeben? Ja, ich hab voll Gas gegeben. Wahnsinn. Dann bin ich ausgezuckt. Du, wieso, was heißt Deutsch ist nicht so für dich in Ordnung? Du bist doch, du spielst doch Deutsch. Voll, aber so emotionale Musik und Sachen, wo ich sage, okay, das möchte ich fühlen. Ja. Und was, wo ich beim Singen wirklich so voll Gas geben kann, ist halt einfach Englisch. Taugt er mehr? Ja. Okay. Das ist einfach dieses Feeling. Hast du mehr? Das Feeling, das englische Feeling. Gut, ich würde jetzt gerne mal zum ersten Spiel kommen. Oh ja. Weil die Anni hat uns ja ein Spiel vorbereitet. Da bin ich sehr gespannt. Ob das jetzt gut geht. Bitte? Ob das jetzt gut geht. Das wird schon gut gehen. Und zwar müssen wir jetzt, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage. Wir müssen hier aus dem schwarzen Töpfchen eins ziehen und dann aus dem weißen Töpfchen. Und angeblich sind in einem Töpfchen also Sängerinnen und Sänger drinnen und im anderen Töpfchen Lieder. Und wir müssen das jetzt so machen, dass der Sänger das Lied von dem anderen singt. Weißt also du, was ich wie mein? Wenn, da, wenn das... Zieh mal irgendein Kärtchen. Ja. So, schau mal, ob das funktioniert. Was steht da drauf? Nee, das dürft ihr nicht beide wissen. Muss ja der andere erraten. Ah ja, stimmt. Okay, dann sage ich dir nicht. Sagst du nicht, was drauf ist, jetzt sieh mal das. Das heißt, hast du da jetzt ein Lied und da müsste jetzt entweder ein Lied oder ein Interpret draufstehen. Also sie muss so singen, wie der Sänger singt, dieses Lied. Und also du verstehst erraten, du das, ja? Welcher Sänger ja, singt. Das heißt, Stil du des Sängers, das Lied. Müsste das Lied singen und ich muss erraten, was es ist. Und der Max natürlich auch und der Dodo und der, wie heißt Mario. Du? Was, Mario, natürlich auch. Aber ich kann schon den Text vom Lied singen, oder? Den Text vom Lied, oder? Den Text vom Lied schon. Ich muss jetzt keinen anderen, damit das ja nicht errät, oder? Nein, du musst das Lied singen, was da ist. Nur das. Ja, so gut kennen wir dieses Spiel. Ja, mach mal. Mach du mal. Probieren wir es aus. Und du musst Interpret auch erraten, gell? Welchen Lied das ist. Okay. Despacito, ay yo te pedí mano guaberito, na 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 norito, na 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 norito, yeah.
Also es war dieses Despacito war das Lied, ne? Und der Interpret, das singt so. Na, vielleicht dieser, wie heißt dieser Deutsche, der bei... Der Michael Jackson, nein. Na? Singe mal ein Originallied von ihm. Nein, das ist ja unfair, da wissen wir es ja gleich. Wie heißt nicht... Ist es eine Frau oder ein Mann? Frau. Eine Frau. Darf man das verraten? Ja, na, da schon einmal. Sing noch mal Despacito, wie sie singt. Despacito. Shakira? Shakira? Britney Spears? Ja! Wow! Sehr stark. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Ja, okay, jetzt bin ich dran. Das Style. Man merkt, du spürst das Amerikanische mehr. Ja? I feel it completely. Aber nicht Song, gell? Okay. Griechisch sein! Du weißt, hast ist schon... wie das Blut des Lebens. Also, komm, oh, du warst nicht leid, das ist gut. Hey, das darf ja du nicht sagen. Das muss ja ich erraten. Ja, aber ja. Ja. Aber ja, Grönemeyer, das hätte ich schon gewusst. Grönemeyer, griechischer Wein. Ja. Griechischer Wein. Und was hast du wieder dazwischen geredet jetzt? Ich dachte nicht, dass du schon zwei Zettel gezogen hast. Ich habe gedacht, du hast einen Zettel gezogen und singst. Ich war blitzschnell. Blitzschnell. Also habe ich geschafft. Grüne Meer, griechischer Wein. Jetzt du bist wieder dran. Gell? Ja? Das wird spannend. Ich bin da ganz ein sehr heiser. Nettes Spiel, muss ich sagen. Sehr nett, ja. Ja, danke, Anni. Na, schauen wir mal. Hui. Hui, hui, hui. Das ist schwer. Ja, aber du kannst das, Gini. Komm. Das ist schwer. Na, das geht schon. Da kann man machen, was man will. Da bin ich eh da carry hin. Da spritzt das Blut von meiner Seele. Wie von einem Gletscher im April. Na, ein Mann, oder? Ein Mann? Nein, das ist aber urschwer. Ist eine Frau? Ja, das ist eine Frau, aber das ist so Whitney, eine... Nein, nicht... Cher. Nein. Ah, die singt doch nicht. Die kennt doch die Anne nicht mal mehr, die Cher. Mach's nochmal. Was? Das ist urschwer. Anastasia? Na, wie heißt diese, die so ganz... Du spürst es... Du spürst das Eis vom Minister. Wir vom Glitcher in der Früh. Anastasia, ich kann, muss versuchen, ein bisschen Englisch zu singen, aber ich habe Englisch interpretiert. Was singt sie? Amy Winehouse ist auch nicht. Bisschen rockig. Was ist, ja. Was sagst du bei dir? Nix? Dodo? Er hat den Kopf herauf. Tina Turner? Ah! Ja! Tina Turner, sehr gut. Das ist schwer. I'm from Austria. Austria. Tina Turner, ein neuer Coversong jetzt von Tina Turner. Sie covert Reinhard Fendrich. Lebt die Tina Turner noch? Jo. Super. Die ist so fashion auf ihr Alter. Ist die noch mit dem Ike zusammen? Nein, gell? Nein. Dem Ike? Ja, Gott sei Dank seit den nicht. 70er Jahren nicht mehr. Der ist ein Schnell-LKW-Fahrer, ist der, glaube ich, verheiratet. Ehrlich? Ja, so ein Blonder. Krass. Okay, ich mache auch noch eins. Nein, war so ein Schwein, der Ike Turner, das weiß ich noch. Ja, ja. Das kann sein, ne? Hänschen klein, ging allein in den Wald hinein. Oh Stock Gott. Und Hut steht ihm gut. Ist ja wohlgemut. Vater, Tochter weinen sehr, haben nun kein Hänschen mehr. Ich kenne mich aus. Ja, dann sag's doch. Also darf ich schon noch? Ja. Ich lasse ihn ein bisschen interpretieren. Ja. Falco. Und das Lied? Hänschen klein. Richtig. Das ist also ein bisschen den Hairstyle. Ja, ja, natürlich. Also ein bisschen ja. Falco-Hairstyle. Noch eins, oder? Ja, lass sicher, das ist super. Noch eins. Komm, Ginny. Eine Scheibe noch. Da auch. Es ist ja unentschieden, ne? Unentschieden? Beide haben alles erraten. Ja, na, du hast vor allem sehr gut bei Tina Turner. Ich bin immer so schwer. Ihr hättet auch lieber Falco gehabt. Ja. Das ist sehr typisch, das ist easy. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Elvis Presley. Schwimmen auf dem See. Nicht? Die Stimme ist so schwer zu machen von der Person.
sag mal Mann, Frau. Männer, Mann oder Frau? Frau. Ich ziehe immer die Frauen. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Dodo, Schwänzchen in die Höhe. Keine Ahnung. Schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Klingt ein bisschen aggressiv. Why do you blame me? So ein bisschen so wie so. Pink! Nein. Na, was heißt nein? Nein, das war weit weg. Pink ist ja ganz rauchig. Das ist ja kratzig rauchig. Ich weiß es nicht. Schwer. Sorry. Okay, Sommer, du hast das die Runde verloren. Können wir das so sagen? Ja, sicher hat der Gast gewonnen. Ja? Das wollen wir eben. Was? Na, wer hat. Wer? Es ist. Soll ich es aufklären? Ja. Anastasia. Ja, die habe ich vorher, habe ich Anastasia. Ich wollte, deswegen wollte ich es nicht nochmal sagen, ich habe mir das eh gedacht. Aber es ist unschwer, das sind alles so Frauen. So, gut. Also, wir wissen, dass du eine Förderung bekommst, deren Summe du uns nicht nennen wirst. Genau. Wir wissen, dass du jetzt nur mein Englisch singen wirst. Wie viele Nummern werden auf der EP drauf sein? Fünf. Und das heißt, man kann dich jetzt verfolgen auf TikTok? Genau. Auf TikTok, Instagram. Auf Spotify, Instagram, Facebook. Everywhere. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Ein Spiel. Natürlich, wir haben ein Spiel nach dem anderen. Schau mal auf diese Tabelle da. Wow. Jetzt musst du nämlich Dart spielen, Genie. Oh Gott. I'm a Genie in a Bottle. Wer hat das gesungen? Christina Aguilera. Ja, super Nummer. Was beschießt du über meinem Kopf? Nein, oh, da sind die Pfeile drinnen. Nein, wir haben jetzt dieses Dart-Spiel. Na, neu. Naja, aber dass wir zum ersten Mal jetzt richtig mitschreiben. Ja. Weißt du, was ich meine? Das steckt hier wieder irgendwo rein. Gell? Der Andi Goldberger war bisher der Beste, gell? Ja, aber das ist ja alles außer Konkurrenz. Naja, trotzdem. Halleluja! Da kommt zu mir bitte, Ginny. Nimm diese drei Pfeile. Warte, ich steck das noch. Groß rein. Bist du, Ginny, gell? Ja, 1,70. Ja? 1,70. So? Oh mein Gott. 32 gibt's zu schlagen. Mit drei. Mit drei, natürlich mit drei. Und nur eine Runde und ich muss 32 schaffen? Na, du musst mehr schaffen. 32, eine Spur zurück, dass ich ein bisschen mein Ziel zurück. Ist, dass ich Thomas Brezina überbiete. Okay. Gut, fünf. Wenn ich das schaffe, oh my gosh. Aber ich bin sehr schlecht, okay? Aber geh. Okay. I'm sehr schlecht. Das sind nochmal sechs. Hast du schon mal mehr als der Thomas Brezina? Yeah. Sechs. Cool. Das sind 16. 16 und 6 ist 22. Und ein 14er! Glaube, 36. Heißt, wie viel? 36. 14 und 16 sind. 36. 30, 6. Du bist Führende. Ja! Genie Lampe geht in Führung. Cool. Schreibst du das jetzt immer in dem Moment auf? Gleich? Ich schreibe das in dem Moment auf. Na sicher. So. Nice. Genie. Vielleicht ein bisschen größer, Max, oder nicht? Lampel, warum? Wir schreiben das alles voll. Genie Lampel oder Lampel? Lampel. Wie ein Ü. Genau. 36. Nice. Neue Führende, Genie cool. Lampel. Bitte nimm wieder Platz, Genie. Frauenpower. Ja. Max, was sagst du zu dieser Leistung als ehemaliger Sportchef? Naja, 36 ist an und für sich, es ist keiner daneben gegangen. Ja. Das war mein Punkt 1. Ja. Alle aufs Brett. Das ist ganz ordentlich. Ist 36 nicht gut? Ja, aber ich habe ja gesagt, ich kann es gar nicht. Naja, eh. Das ist schon wieder geil. Ich finde es großartig, Gini. Ich weiß, er tut manchmal die Leute so ein bisschen. Nein, aber ja. Nein, runter, wieso runter machen? Nein, ich mache ja auch ständig runter. Es ist anständig, wenn sie 36 schafft und jeden Pfeil aufs Brett trifft. Was ist das Maximum so in einer Runde? 180. Cool. Das ist dreimal Triple 19, oder was? Dreimal Triple 20. Dreimal Triple 20, 180. Kennst du das nicht von diesen Darts übertragen, wo sie dann immer so schreien, 180. Machst du das nochmal bitte? Nein. 180. Ja, da drehen die immer völlig durch in der Halle. Das ist ja so eine Bierbank-Geschichte, ja. Wo dann einfach tausende Leute jetzt nicht mehr, aber früher gesessen sind und gesoffen haben. Und wenn einer 180 getroffen hat, haben die total durchgedreht. Ne? Und ja, das ist schon cool. Was machst du sonst so, Genie? Sport? Sport, ja. Was machst du Wobei für Sport? Jetzt wenig Sport. In der Lockdown-Zeit habe ich viel gemacht. Zum Beispiel? Tanzen, Laufen, Yoga. Yoga machst du? Yoga. Erste oder zweite Serie? Was, erste oder zweite Serie? Yoga. Es gibt eine erste Serie, es gibt eine zweite Serie, eine dritte Serie.
Mit den Serien von Yoga kenne ich mich nicht aus. Du meinst aber den Sport-Yoga, gell? Ja, es gibt Serien. Okay. Aus, wenn du sagst, du machst Yoga, musst du doch... Ich mach Hatha-Yoga, Ashtanga-Yoga, ich kenne nur diese... Also Sonnengrüße und so? Ja, ja. Ja, ja. Definitiv Sonnengruß. Ja. Bist du selber auch sportbegeistert? Bist du gerne am Fußballplatz oder Skifahren oder Tennis? Gar nichts? Nein, gar nichts. Nur wirklich ausschließlich tanzen und... Ja, tanzt du in deinen Videos dann selber auch so Choreografien? Bissi. Bei Pina Colada habe ich ein bisschen eine Mini-Choreo. Okay. Aber prinzipiell ja, twerken. Auf TikTok kann man meine Twerk-Sachen sehen. Was ist twerken? Das ist mit dem Hintern so dancen. Zeig mal. Soll ich zeigen? Ja, sicher. Was aber ist? Warte, dann muss ich das Ding da wohin legen. Na, ich halte es dir dabei. Haltest du das? Ja. Aber es ist schwer mit Jeans, gell? Sag's okay. Gleich. Das ist smooth. Man geht in die Knie. Ja. So ein bisschen nach außen. Okay. Tut den Po ein bisschen einziehen und dann geht man rauf und so twerkt man. Und dann shaket eigentlich der Arsch. Aber es geht gerade schwer. Ah, das ist hält. Von den Amerikanern. Das machen die Amerikaner immer in den Videos. Genau. Und da machst du ganze Videos und dann drüber. Du so und da machst du ganze Videos drüber. Ja. Ja. Da machst du ein bisschen so Comedy-Videos bei TikTok zum Beispiel. Wie ich glaube, dass ich twerke, dann twerke ich halt voll bescheuert. Ja. Nein, das twerke ich voll gut. Ja, aber das möchte ich auch mal gerne probieren jetzt natürlich. Ja, twerk du mal. Ja, das wäre schon gut, weil ich finde, also wie nochmal? Du gehst in die Knie, also du musst so nach außen. Aber du musst mach nicht so deppert. Du musst deinen Hintern zeigen. Ich mach's wenigstens. Ja, ich würde es mich hier nicht trauen. So, du tust ein bisschen nach außen. Ja. Du tust den Po nach unten. Also Novi. Ja, genau. Und dann, dann tust du die Knie nach innen pushen. Und den Arsch hinauf zugleich. Okay. Also wirklich so runter, so wie... Also das muss ich jetzt dann machen? Gar nicht schlecht. So? Ja, du musst nur ein bisschen noch mit dem Knie außen und rein. Na, ich habe so einen Knackarsch, bei mir funktioniert das nicht. Das ist wirklich ein knackiger ja, Popo. Ja, ich bin dazu... Wie alt bist du? Darf man das sagen? Ja. Ist das verboten? Wenn du mir sagst, was du für eine Förderung bekommst, dann sage ich nein, dir, wie alt ich bin. Ich kann es eh auf Wikipedia wahrscheinlich nachschauen. Ja, kannst du nachschauen. Ich kann auch die Förderung nachschauen auf Wikipedia, oder? Ja, 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 sicher. Sagst du nicht? Ja, nein, gut. Ich glaube, es sollte... Nein. Was ist, wenn dann jemand sagt, boah, ich habe auch eine EP? Ich mache nur ne? Spaß, Gini, alles gut. Alles gut. Gut, Gini. Du, da wir jetzt fast am Ende sind der Sendung, habe ich eine riesengroße Überraschung für dich. Und zwar habe ich ja vor langer Zeit gemeinsam mit unserem Intendanten eine Zeitmaschine erfunden. Der hat dem Andi Herzog so getaugt, unsere ja, Zeitmaschine. Großartig. Und wir können in die Zukunft fliegen. Ja? Okay. Und ich bringe dir jetzt exklusiv aus dem Jahr 2040 eine Original-Kronenseite-Schlagzeile. Und ich hoffe, dass du dich freuen wirst. Denn das ist die Zeitung am 29. September. Da steht jetzt 2020 drauf. Ich habe sie nicht geschrieben. Also das sollte eigentlich eine Zukunftsding sein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja, du hast ja den Edding. Ja, das werde ich jetzt drüber schreiben. Ja, sicher. Also das ist auf jeden Fall die Schlagzeile 2040, nämlich diese. Das wäre perfekt. Ja, das wäre nicht perfekt, das ist perfekt, das weil ist es die Zukunft perfekt. Ist. Gini, ja. Kannst du sie jetzt schon mal hinhängen? Bombe! Bitte, das ist dein Geschenk natürlich. Hammer! Ja? Hammer! Hängst du gleich über deine Logic-Session, kannst du das gleich drüber hängen? Ja, ich bring's dann gleich dem Gabriel morgen mit ins Studio. Und zusätzlich bekommst du natürlich als unser Gast ein Geschenk aus unserer großartigen Wand, den die Mädels bei der Caritas organisiert haben. Das darf ich mir aussuchen? Du darfst dir oder, etwas aussuchen. Oder sagst du, was ich nehmen muss? Nein, du bist der Gast. Du suchst dir aus, was du möchtest. Warte, dann stecke ich das wieder hinten ins Höslein. Ins Hosel. Ja? Ich nehme... Oh, ein Horvathl aus meinem. Wirklich? Ja. Also würde sich freuen. Weil das ist so geil. Ich ja. liebe Horvathlos. Liebst du Horvathlos? Ja, ist so lustig. Schau großer Fan. Das war eigentlich unser schönstes Ding, das wir gehabt haben, gell? Das ist geil, gell? Aber Max, geht das für dich eh? Na sicher, na wir haben zwei Horvathlos, schau ja, das mal. Ja, das passt. Wir können nicht sagen, nicht sucht euch was aus, also ja. Genau das darfst du dann nicht nehmen. Also der Horvathlos, auf den freue ich mich schon. Der wird ja. sich gut machen in meinem ja. Zimmer. Gemeinsam mit deinem Gemeinsam mit meinem Grammy. Ja, das wäre doch Grammys. Was. Absolut. Das wäre cool.
bedanke ich mich recht herzlich. Dankeschön. Alles erdenklich Gute für dich, Genie. Danke. Die Leute werden deine Kanäle stürmen. Du stürmst die Charts und du kommst dann in 20 Jahren wieder mit deinen 5 Grammys und deiner Arbeitslosfigur. Perfekt. Ich bedanke mich bei unserem großartigen Intendant. Dankeschön. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Auch bei unseren Kameraleuten Mario und Dodo. Dodo? Gute Männer. Das ist ein kleiner Insider jetzt. Ich kann Dodo kurz geben. Gib's dem vielleicht hinten. Dodo schmutzt ein bisschen immer. Gut, in diesem Sinn verabschiede ich mich aus dem Stiegen aus West. Wir sehen uns das nächste Mal. Alles erdenklich Gute. Bleibt uns treu. Für dich, Papa. Boom.